Ja, was grüß euch und herzlich willkommen. Ja, heute sind wir Eierlieferant. Und müssen wir aufpassen, dass wir die Eier nicht hinmachen. Ja, ich lasse gerade die erste Fuhre auf unseren neuen Hühnern. Ja. So. Hey, da, das ist ein Problem. So, okay. Okay, Kim. Das brauchst du jetzt. Das passt. Hühner 1 fertig. Ah, da ist schon wieder Trägerwahnsinn. Das heißt das und da müssen wir noch Milch nehmen. So, falsch, da müssen wir eine. Also ich muss schon sagen, unser Pickup, der schaut schon geil aus. Und das Blau und innen das Helle. So. Das hat schon was, muss ich schon sagen. So, ja, das ist auch meine eigene Sache. Das hat mir persönlich noch nie so taugt. X zuklappen, ja. Warte, machen wir ein Fantenlock in jetzt. GSD. Oh man's, das passt. So fahren wir. Zumachen natürlich die Heckklappe und jetzt fahren wir Milch verkaufen. Also die Milch lassen wir aus, da haben wir hinten auch eine Kupplung. Das funktioniert. Zumindest sollte funktionieren. Weil natürlich obligatorisch funktioniert es nicht, aber tun wir mal so, als daraus funktionieren, weil. Schaut ja nicht schlecht aus. So, Deckel auf. Deckel ist offen. Milch 7600. Wir bekommen gerade einen Milchpreis von 1,30 Euro. Pro Liter. Halt. Er ist zwar gerade steigend, aber ein bisschen Geld, glaube ich, schon nicht bei 255 Euro. Und wenn wir jetzt... Das müsste man jetzt wieder ausrechnen, genau was man da kriegt. 1,30 Euro, das heißt jetzt haben wir 7.000, wenn wir 10.000 Euro kriegen für die Milch und dann schätze ich nochmal so 3.000 für 4.000 für die Eier und jetzt fahre ich schon wieder einen längeren Weg, ist mir gerade aufgefallen. Nein, ist einfach Quumpi. So, was willst du tun? So, da fahren wir rein. Jetzt hätten wir eigentlich umdrehen können. Mein Auto ist wurscht, ja. Warte, warum? Das tun wir gleich weg, ist ja wurscht. Hey, ich hab gesagt, das ist das weggeben. So, das schert eigentlich nur obligatorisch. So, hinten schön Spiegel in der Mitte. In Tank, also die Spiegel beim Auto passen, das gefällt mir. Auch sollten das jetzt sowas, aber die Baumwolle, die ist jetzt sicher schon 5 Ingame-Tage erntereif, das muss ich schon sagen. Dass die keiner ernten dort. Das Mission tut es keiner machen, was einfach unnötig ist, ja.
sage ich das, wie es mir gerade denkt. Baumwolle ist eine unnötige Frucht. Schaut zwar cool und schön aus, ja. Es ist in der Weltbevölkerung ist ein sehr wichtiges Produkt, einfach Baumwolle. Aber dass man dies 1400 1800 also 1800 nur mit 300. Ja, kennt man 2800 einmal gekriegt. Verkaufen wir das Wasser. Nur das Mühe. So, der Tank ist offen, das geht. Einfach ins Nichts einladen. Ah, ist das nicht schön? Schaut euch das an, wie viel schön und wie schnell ein Geld reinkommt. 10.000 Euro, aber was habe ich gesagt? Das passt. Also ich würde schon sagen, dass das passt. So. Also für ein V8 ist das, ich glaube, da müssen wir ein Loch einbauen in den Auspuff. Setzen wir nicht besser. Der ist beim Fahren ist er leiser, also beim Ruhen ist er lauter. Also wenn ich Gas gebe. Aber das ist schwül. Ah, was? Jetzt liegt da schon wieder so ein Ding. Das taugt mir persönlich überhaupt nicht. Hey. Aber das sag ich, das bauen wir jetzt gleich um. Wir sind live dabei, verstehst? Nix Ding. Da, Bodentyp. Schaut gar nicht so schlecht aus. Jetzt kommt ja nicht bald die neue Version außer vom Launcher Simulator. Die 1.3 kann das sein. Die Beta ist glaube ich schon draußen. So. Und dass man da ja keine einfährt. Garage haben wir ja ein paar. Ich weiß nicht, wie weit das geht. So. So, schauen wir mal, wie das wird. Um 7 Uhr, ja, um 7 Uhr, es tut mir schwerstens Herzen, Radio, aber ich glaube, das können wir ein bisschen verkraften, so. So, das passt, jetzt sind wir da wieder, so ein Ding, Shoulder. Oh, das passt und jetzt. Und da Hausdekorationen. Blumen, na Blume brauchen wir jetzt nicht. Kleine Hecke, so. So, wo haben wir das? Ich glaube, das passt besser und jetzt haben wir da noch mehr Gras hin. Weil im nächsten Update wird das dann alles wieder Gras. Das taugt mir persönlich gut. Pfui. Es ist zwar alles noch gewöhnungsbedürftig, aber wir können das auch so machen und dann Gras bauen. So ist es. Na Gott, das... Ja. Es ist halt was anderes, aber... Dann gehen wir wieder verkaufen. Das Spiel machen wir ein paar Mal. Zumindest machen wir das immer so. Wenn wir jetzt gerade was gebaut haben. Und ich muss sagen, ja, mit dem mittleren Punkt müssen wir immer genau drauf sein. Genau. So, und das schaut, jetzt sieht das viel schöner aus. Und jetzt ein bisschen Geld kostet, ja, aber... Ein bisschen Geld, glaube ich, war es wert, dass wir da nicht immer direkt einfahren. Ich habe mir auch schon überlegt, ob man da das komplett zu machen, aber ich denke, nachher auf den Plätzen da fuhren, die schaut schon ein bisschen, dann schaut es ein bisschen eleganter aus, aber sonst
Ich finde das schon jetzt auch wieder ein bisschen besser. Das mit dem Grasmachen extra, das ist dann wieder eine eigene Geschichte, aber ich finde das passt. So ist es. So, was irgendwas mit Wasser, glaube ich, war bei der Kier zumindest. Das ist noch. Das reicht noch. So. So, das Auto können wir wieder runterstellen. Geld haben wir jetzt wieder im Konto, das ist ja was Schönes. Wo ist meine Musik hin? Ah, Wahnsinn. Wenn wir uns einmal so ein Pickup hin. Aufbauen, was müssen wir aufbauen? Feld 11, glaube ich, war. Ah, 11, 11, 11 müssen wir aufbauen. Das bauen wir dann in der nächsten Folge, weil Gras. Feld 20, der Gras, sorry. Erntereif abgeerntet. Im Wachstum, ja. Feld. Das ist abgeerntet, das ist abgeerntet. Hö. Haben wir nichts. Da haben wir nichts. Das ist so. Was willst du tun? Gehen wir mal. Da müssen wir vorher grubern, gell? Ja. Fahren wir da mit dem Fendt? Fahren wir mit dem Fendt? Wie viel Stand hat der? 17? Oder na. Wo ist denn der John Deere? Mit dem bin ich eigentlich immer grubern gefahren, ne? Da hängen wir den einfach da, ich bin nicht gewesen. Der John Deere reicht komplett zum Gruben. Ist an der Scheimecken. Schwer ist der Hund, aber mehr braucht man eigentlich gar nicht. Die 160 PS, 166 was der hat, sollten ausreichen, dann habe ich schon wieder 18 Stunden. Also es könnt ihr immer ein bisschen auf die Stunden schauen. In letzter Zeit habe ich wirklich wieder wenig gespielt, aber was willst du tun? So ist es. Ah, jo. Wir müssen Hinterrucksasse, weißt du, jetzt haben wir einen neuen Weg und ich will immer vorn fahren. Das ist ja schlimm ist das. Schlimm, 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 schlimm. Aber was willst du tun? So, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Pfiat den KWDR. Servus.